Dekoration steht. Der Tisch ist schon gedeckt. Die Braut macht sich schön. Es ist soweit. Von heute bis ans Ende aller Tage. Eine Hochzeit, die sich auf ewig bewährt. Jesus ist unser Bräutigam. Diese Wahrheit ist kein Randthema, sondern zieht sich von den ersten bis zu den letzten Seiten der Bibel durch. Es ist die Geschichte, wie Gott eine Braut sucht. Eine Braut für seinen Sohn, Jesus. Eine Braut, die bereit ist. Eine Braut, schön und heilig. Eine Braut, die ihn verteidigt. Eine Braut, die stark ist. Eine Braut, die auf ihn wartet. Eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod. Die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft. Komm, Herr Jesus, komm. Yeah. Stark. Guten Morgen, Leute. Riesig, euch da zu haben. Danke, Uli, für die geniale Anmoderation. Bin richtig rot geworden währenddessen. Aber hey, auch ich freue mich echt enorm, heute einmal ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen. Ich fand es gerade richtig stark auch in dieser Zeit, wo wir gemeinsam singen, gemeinsam auf Jesus schauen. Es war so ein starkes Bild, gell? Wie Einzelne oder wie vielleicht sogar viele einfach auftanken. Das war so irgendwie der Begriff, gell? So. Und das soll Sonntag unter anderem auch sein, gell? Ein Ort für dich wie so eine Oase, wo du auftanken kannst, wo dir wieder Richtung gibt, ja? Das ist so genial und ich freue mich von daher einfach, dass wir Zeit zusammen verbringen können heute. Wir sind immer noch in unserer Season Romans Warrior und zwar noch heute und noch nächsten Sonntag. Dann kommt was Neues, ja? Und der ein oder andere wird denken, oh ja, weil wir waren schon echt eine Zeit lang in dieser Season drin, ja, wo wir über den Romanced Warrior nachdenken und wo wir uns in besonderer Weise das Hohelied anschauen, dieses Buch innerhalb der Bibel mit dieser gewagten und intimen Bildsprache, wo die Rede ist von einer Braut und von einem Bräutigam. Und der Bräutigam, er steht für Jesus, die Braut symbolisiert zum einen dich oder mich, aber auch uns kollektiv als Christen auf diesem ganzen Globus, die Jesus nachfolgen. Also auch das ist die Braut. Also eine sehr intime Bildsprache. Und der Hauptgedanke ist dieses Romance. Gott ist verliebt in dich. Er ist verliebt in dich. Und manchmal ist es einfach gut, dass man das oft hört, weil an der Oberfläche haben wir es verstanden. Aber an der Oberfläche nützt es uns nicht viel. Und darum haben wir uns einfach auch wirklich lange Zeit genommen. Wir haben im vergangenen Jahr mit dieser Season angefangen, über den Romanced Warrior zu sprechen. Ja? Und so heute nochmal, nächsten Sonntag nochmal. Dann haben wir zwei Sonntage, wo wir über Small Groups reden, nachdenken werden, weil unsere Small Group Season, das Small Group Semester startet neu. Und dann kommt die Hashtag Jesus Serie. Ja? Und von daher, vielleicht bist du heute da und denkst so, puh, geschafft, noch diesen Sonntag, nächsten Sonntag, dann kommt was Neues. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst so, oh Mann, hey, jetzt ist schon vorbei. Dabei fange ich gerade erst an, das ganze Thema zu begreifen. Auf einmal sehe ich den roten Faden im Hohelied und wenn ich dieses Buch lese, dann begreife ich auf einmal viel mehr. Vielleicht bist du heute auch zum allerersten Mal da, dann ist Premiere für dich, was dieses Thema angeht. Auch gut, ja? Und besonders, wenn du zum ersten Mal da bist, ich liebe es, dass du hier bist und ich glaube sehr, hey, dass dieses Thema dein Leben baut und deinem Leben Richtung gibt. Ja? Dass dieses Thema und das, was du heute Morgen hier erleben kannst, was Gott tun kann in deinem Leben, dass du eben auftankst dadurch. Weil das ist der Hauptgedanke, Romanced, Romantik. Gott ist verliebt in dich. Und das kriegen wir manchmal nicht so schnell auf die Rille. Aber verliebt sein ist so ein Schlüssel. Verliebt sein ändert so, so viel. Wenn wir verliebt sind, machen wir Dinge, die wir normalerweise nicht machen würden. Das ist total spannend und interessant. Meine Eltern zum Beispiel, ich finde es so, so süß, ja, vor vielen, vielen Jahren, wie die sich kennengelernt haben. Und dann muss ich wissen, mein Vater kommt aus Puren. Meine Mom kam aus Löffingen. Und was Verliebtsein macht, ist, dass ein Mann, der in Foren wohnt, auf einmal nach Löffingen fährt,
in eine Bäckerei, aber nicht irgendeine, eine bestimmte Bäckerei fährt, um sich eine Brezel zu kaufen. Aus einem Grund. Die Verkäuferin ist meine Mom. Oh, das ist Verliebtsein, ja? Ich meine, hey, du kriegst schon eine Brezel in Pforen direkt, 2 Minuten Fußweg. Brauchst nicht eine halbe Stunde durch den Schwarzwald gurken. Aber genau das hat er gemacht, weil er war verliebt. Und deswegen, hey, Verliebtsein ist so ein Schlüssel. Verlieb dich, wann auch immer wieder, neu in deinen Partner und verlieb dich in Jesus. Verlieb dich immer wieder in ihn und vor allem lass dich einfach auch lieben. Und mein Dad, der fuhr vom Pforen nach Löffingen, aber Gott ist auch verliebt in dich. Und er hat eine ganz andere Strecke auf sich genommen. Jesus kam vom Himmel auf diese Erde. Aus einem Grund, er ist verliebt in dich. Diese Strecke hat er auf sich genommen. Und nicht nur vom Himmel auf die Erde, sondern auch von dort ans Kreuz. So sehr liebt er uns, dass er sein Leben gegeben hat. Und es ist einfach stark, wie sehr er uns liebt. Und Liebe ist auch das, und unterm Strich, der Nenner, um was es bei Gott geht, ist wirklich Liebe. Die Leute haben Jesus damals gefragt, so, Jesus, was ist das Wichtigste, was ist die wichtigste Sache? Was ist das wichtigste Gebot? Und die Antwort von Jesus war, er hat zum einen gesagt, hey, das gibt es nicht nur eine, das sind 2 Sachen, aber beide sind gleich wichtig. Und das eine ist, hey, liebe Gott mit allem, was du hast, mit allem, was du bist, mit all deiner Kraft, mit all deinem Herz, mit all deinen Gedanken. Liebe ihn mit allem, was du bist. Und dann kommt das Zweite, dass er sagt, hey, liebe die anderen Menschen um dich herum. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und im Strich sagt er, hey, liebe Gott und liebe Menschen. Und dieses Verliebtsein, ja, das bringt auch nochmal, Liebe und Verliebtsein gehört zusammen. Aber wir denken nochmal anders, wenn wir verliebt sagen, wie wenn wir nur über Liebe reden. Aber beides brauchst du. Dieses Verliebtsein hat besonders diese Emotionen noch dabei und dieses Innige. Und das ist wunderschön. Das wünscht sich Gott für uns. Jetzt mal eine Quizfrage so an euch. Was brauchen Verliebte am allermeisten? Wow. Hast du vorher gespickelt? Voll gut, da gibt es natürlich noch andere Sachen, aber stimmt, Verliebte brauchen viel, viel Zeit, weil die gucken sich ja erstmal nur eine halbe Stunde an. Die haben ja da noch gar nichts geredet. So, Verliebte brauchen viel Zeit. Aber so ist es auch einfach für uns. Wir brauchen viel Zeit mit Jesus und auch mit anderen. Und von daher ist mein Titel für heute Morgen, wie mache ich Platz für Jesus und für andere? Wie mache ich Platz für ihn? Und wie mache ich auch Platz für andere? Weil das machen wir gar nicht so leicht. Wir sind ja immer busy. Es läuft ja immer was. Wir sind schnell beschäftigt. Von daher, wie kann ich Raum machen? Wie kann ich Platz machen für Jesus und auch für andere? Wie bringe ich mein Leben zur Ruhe, sodass er auch Platz hat? Weil Gott will nicht nur irgendeine Nische in deinem Leben. Gott will nicht nur so ein kleines Zeitfenster bei uns, er will uns ganz. Er will dich ganz. So, er will uns nicht nur an einem Sonntagmorgen für eine Stunde plus. Nee, er will dich ganz. Er will uns auch nicht nur, das ist nicht einfach nur so, ja, dass wenn halt irgendwo, dass es brennt und dann packen wir den Notfallkoffer Gebet aus und dann sind wir wieder da. Nee, er will uns einfach ganz. Und das ist auch das Thema von einem Bräutigam und einer Braut. Sie gehören sich exklusiv. Und das ist dieses Innige. Die Braut gehört dem Bräutigam ganz. Und das ist das Schöne an diesem Buch von dem Hohelied. Wir sehen auch, wie die Braut mehr und mehr in diese Ganzhingabe kommt. Denn da startet sie nicht, da war sie nicht am Anfang. So, das war also auch eine Reise für die Braut, in diese Reife zu kommen. Ich mag uns mal so in 60 Sekunden so einen kurzen Abriss geben, ja, wie diese Reise der Braut zur Reife stattgefunden hat. Denn das Hohelied besteht aus 8 Kapiteln. Und mitten in der Hälfte, in Kapitel 4, sehen wir, wie was sich ändert in dieser Braut und sie zu dieser Ganzhingabe
sich selber einfach loslässt und ganz verschenkt an Jesus, ihren Bräutigam. Und das Gute für dich und mich ist, auch wir können hier einfach, wir können auch wissen, es ist aber auch bei uns eine Reise. Es braucht auch bei uns Zeit, in diese ganze Hingabe zu kommen. So, hier mal ein kurzer Abriss, wie das angefangen hat bei der Braut. Zum Beispiel Kapitel 2 im Vers 3 sagt sie Folgendes. Sie sagt, ich begehre, in seinem Schatten zu sitzen. Seine Frucht schmeckt meinem Gaumen köstlich. So, hier spricht die Braut und was man merkt, es geht um sie. Hier ist noch so eine Ich-Bezogenheit, gell? Hey, hier im Schatten bei Jesus, das tut mir gut. Seine Früchte, die sind lecker, das tut mir gut. So, es dreht sich viel noch um die Braut. Und es ist auch immer wieder okay, es darf sich auch immer wieder um dich drehen. Du darfst auch immer wieder im Schatten von Gott sitzen. Aber dann ist es so, Jesus geht weiter. Das sehen wir dann auch im Hohelied. Der Bräutigam geht weiter. Und so auch für dich und für mich, Gott will immer weiter mit jedem Einzelnen von uns. Gott hat einen nächsten Schritt für dich, für jeden von uns. Einfach nur einen nächsten Schritt, heute. Den können wir gehen. So, Jesus geht weiter und er lädt uns ein, mitzugehen. Nur 7 Verse weiter sagt er Folgendes zur Braut. Mein Geliebter sagt zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das ist die Einladung einfach auch an uns. Immer wieder sagt Jesus, komm und folge mir nach. Komm und geh mit mir. Nun, was wir dann sehen bei der Braut ist, die Braut sagt, nö, ich will nicht. Hier ist doch schön. Hier im Schatten ist es doch gut. Mit deinen Früchten, die sind so köstlich. Ich will hier bleiben. Ich will nicht weiter. Und dann bleibt sie sitzen. Aber Jesus geht weiter. Und auf einmal fängt die Braut an, ihren Jesus zu vermissen. Sie geht ihn suchen und schaut nach ihm, findet ihn nicht, gerät in Ärger und Trouble. Sie nimmt Schaden. Und dann kommt Jesus wieder zurück und schaut, wo ist die Braut, um wieder weiter mit ihr zu gehen. Und interessant ist, die Braut hat verstanden, sie hat es verpasst, Jesus nachzugehen. Und sie hat wie erwartet, vielleicht gibt es jetzt Ärger, weil Jesus hat ja gesagt, komm mit. Und es ist so brillant zu sehen. Und diese Dinge müssen wirklich immer enorm in unser Innerstes greifen, nicht nur an der Oberfläche bleiben. Jesus tadelt seine Braut nicht. Was er tut ist, er liebt sie. Er sagt ihr, wie schön sie immer noch für ihn ist, wie wundervoll sie immer noch in seinen Augen ist. Und es ist so wichtig für jeden von uns, ja, dass da, wo wir fallen, reicht uns Jesus seine Hand und hilft uns wieder auf. So, er kam nicht zurück und hat gesagt, ja, hey, selber schuld. Ich habe gesagt, komm mit. Warum bleibst du sitzen? Es war ganz klar. Nee, er sagt einfach nur, du bist meine Schöne, meine Freundin. Er umwirbt sie wieder. Und da, wo diese Liebe eben mehr und mehr in uns reinsickert, umso mehr macht es für uns Sinn. Umso mehr können wir Jesus bedingungslos nachfolgen. Und weißt du, es ist echt so wichtig, das himmlische Wertesystem funktioniert anders wie das, mit dem wir aufgewachsen sind. Nämlich, was Jesus hier tut, ist, er kommt zur Braut und er gibt ihr Wert. Egal, was war. Er kommt und er fügt ihr Wert zu. Und das ist nicht etwas, was wir kennen. Wir sind anders aufgewachsen, wir wurden anders erzogen, haben das anders in der Schule erlebt. Das ist ein anderes Wertesystem, da geht es um Leistung. Und das ist manchmal ein richtiger Schmerz, ein richtiger Pain. Und ich möchte dir einfach sagen, das Wertesystem aus dem Himmel ist ein anderes. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier, hast vielleicht deinen Job verloren oder du weißt, er steht vielleicht auf der Kippe. Vielleicht kannst du dich an das Gefühl erinnern, wie es war, als du gekündigt wurdest. Vielleicht kennst du das Gefühl auch gar nicht. Aber dann weißt du, was es mit dir macht. Und dann darfst du einfach hier sitzen und darfst sagen, Jesus, ich will dein Wertesystem. Ich will auftanken bei dir. Das können andere Dinge sein, wo dir Wert weggenommen wurde. Das war jetzt nur ein Beispiel. Aber das Geniale ist, Jesus ist verliebt in dich. Und er fügt dir Wert zu, egal was. Egal was, tank auf bei ihm. Und das hat die Braut gemacht. Sie hat es mehr und mehr zugelassen. Sie konnte mehr und mehr glauben, sie ist geliebt von Jesus, egal was ist. Und dann wächst sie in diese
in diese Ganzhingabe hinein. Lesen uns das mal vor, das finden wir dann eben mitten in der Hälfte vom Hohelied, Kapitel 4, Vers 16. Hier spricht die junge Frau, hier spricht die Braut und sagt: Wach auf, Nordwind, erhebe dich, Südwind, durchweht meinen Garten und verströmt den Duft seiner Gewürze. Lasst meinen Geliebten in seinen Garten kommen und seine köstlichen Früchte essen. So, das waren auch die Hauptverse von letztem Sonntag. David hat da schon einiges drüber gesagt. Und der Nordwind und der Südwind, besonders der Nordwind, der steht für Herausforderungen, für Probleme. Der Nordwind ist rau, der Südwind ist angenehmer. Ja? Und die Braut sagt hier, hey, egal was durch mein Leben läuft, ob es gut ist oder schlecht ist, ich stelle meinen Gott nicht in Frage. Ich stelle seine Liebe nicht in Frage, auch wenn durch mein Leben ein Sturm tobt. Ich stelle ihn nicht in Frage. Die Braut hat hier verstanden, alles dient mir zum Besten. Alles dient dazu, zu wachsen. Und hier sehen wir auch den Unterschied in Kapitel 4, was wir gerade gelesen haben. Hier ist der Unterschied zu Kapitel 2. Auf einmal redet die Braut davon und sagt, hey, es sind seine Gewürze, es sind seine Früchte, es ist sein Garten. Und hier erkennen wir diese Ganzhingabe. Sie sagt, ich bin dein. Mein Lebensgarten gehört dir. Ich mache Platz für dich und ich mache Platz für andere. So einfach unser Thema. Und das ist die Frage, wie können wir in unserem Lebensgarten Raum machen, sodass Jesus drin vorkommt? Weil ich weiß nicht, wie dein Lebensgarten so ausschaut. Ich merke, mein Lebensgarten, der ist manchmal wie so eine bunte Gartenparty. Da ist immer was los. Der Beat pumpt. Da klingelt's und bimmelt's, da ist ständig was in meinem Kopf, aber da ist wenig Platz. Und das macht mich manchmal echt fertig. Ich mag's halt auch, wenn was läuft. Das kommt zu. Und Jesus kommt einfach auch gerade in mein Leben, klopft an und sagt, hey Martin, können wir uns mal in deinem Lebensgarten einfach hinsetzen? Kannst du mir mal zuhören? Können wir einfach mal sein? Und das ist voll ein Thema für mich, darum liebe ich es total, darüber zu sprechen, weil es beschäftigt mich enorm. Vor ein paar Jahren habe ich meinen Vater mal Folgendes gefragt. Ich wollte wissen, ob es früher wirklich so war, dass da mehr Ruhe und Platz und Raum war, um einfach zu sein. Hat mich so interessiert, weil das hört man auch immer wieder, wenn man mit Leuten redet, hey, wie geht's? Das ist so ein gängiges Thema. Oh, so stressig, oh, keine Zeit, oh, so viel los. Und dann war ich neugierig, habe meinen Vater interviewt, ob das früher mal besser war. Und eigentlich habe ich gehofft, er sagt, nee Junge, früher war es auch dauernd was los. Ja, und mein Dad, der kann sich noch an Zeiten erinnern, da hat man die Ernte eingebracht ohne motorisierte Geräte. Ist schon krass. So, man müsste denken, wir müssen doch viel mehr Zeit haben bei all den Sachen, die wir haben, wo uns Zeit abgenommen wird. Und so frage ich das meinen Paps. Und ohne jetzt zu flexen, was meinen Daddy angeht, aber er hat was sehr Cooles gemacht. Er hat mir nämlich keine Antwort gegeben, er hat eine Gegenfrage gestellt. Und schlaue Leute erkennst du immer daran, wenn sie dir nicht einfach eine plumpe, fertige Mahlzeit, eine plumpe, fertige Antwort geben, sondern sie stellen dir eine Gegenfrage, die den Prozess noch mehr ankurbelt, dass du zu einer Antwort kommst. Und so frage ich meinen Vater, Papa, gab es früher mehr Ruhe und Platz oder war es damals auch schon so stressig? Und dann stellt er mir die Gegenfrage und sagt, Sohn, wann hast du zum letzten Mal eine Familie oder ein Pärchen oder auch nur jemand alleine vor dem Haus auf einer Bank sitzen sehen? Einfach nur sitzen sehen. Und ich meine, was will ich da sagen? Ich habe nicht mal eine Bank vor dem Haus. Aber er hat hier dieses Bild gemalt, von so einer verlorenen Zeit, von so einer Idylle, ja, wo einfach Zeit war, um zu sitzen und wo man sich nicht mit Dingen beschäftigt hat, sondern du warst einfach. Und er hat es ein bisschen erzählt, man saß einfach auf der Bank, die Kinder haben am Bach gespielt
Und man war einfach. Du wurdest nicht beschäftigt, du wurdest nicht irgendwie berieselt mit Zeug, du warst nicht abgelenkt, du warst einfach. Du hast dich, wenn überhaupt, mit anderen beschäftigt. Und diese Rückfrage, die hat mich echt irgendwie gekillt. Weil ich habe gemerkt, sowas kommt nicht mal in meinem Denken vor. Platz zu machen, um einfach nur zu sitzen. Und ich übe das langsam. Ich übe das langsam, ja. Neulich saß ich einfach nur vor dem Fenster. Ja? Dann kam Tanja ins Wohnzimmer, hat mich gesehen, hat einen Lachanfall gekriegt. Weil sowas hat sie in 20 Jahren eh nie gesehen. Weil ich mag es einfach auch, wenn was läuft, ja. Und es ist nicht crazy, dass wir auch diesen Begriff in unserem Wortschatz haben von Freizeitstress. Ja, das stimmt schon. Ausgebucht, oder? Wir sind ausgebucht. Unser Lebensgarten ist ganz schnell voll. Und wir müssen ihn zurückerobern, dass die wichtigsten Dinge in unserem Leben Platz haben. Die wichtigsten Dinge sind Beziehungen. Beziehungen mit Gott, Beziehungen mit anderen. Jesus schon gesagt, was sind die wichtigsten Sachen? Liebe Gott und liebe Menschen. Jetzt, warum ist überhaupt so wichtig, in Ruhe zu kommen? Weil, wie gesagt, ist ja auch schön, wenn was läuft. Warum ist es überhaupt wichtig, zur Ruhe zu kommen? Wir haben so Standardantworten, dass wir sagen würden, hey, ist halt auch gut für deinen Körper oder dass die Seele mal baumeln kann und so weiter. Aber darüber hinaus, warum ist es wichtig, Ruhe einzufordern und wirklich zu platzieren im Leben? Ich hab ein Experiment mit euch vor, okay? Du kannst nichts falsch machen. Ist auch easy. Ja. Aber es kann uns was zeigen und beibringen. Okay, Folgendes wird gleich passieren. Und zwar wird hier einfach ein Ton aus diesen Lautsprechern kommen. Und sobald du ihn hörst, möchte ich, dass du leise aufstehst. Okay? Wenn der Ton stressig wird für dich, darfst du auch einfach deine Ohren zuhalten. Okay? Also ist nicht kompliziert, ist nicht wild. Ja? Einfach so, sind jetzt leise. Ich bleibe hier vorne, vielleicht kriege ich es mit. Und ihr steht einfach nach und nach auf, wenn ihr den Ton wahrnehmt. Soweit verstanden? Okay. Wenn es eklig wird, dürft euch die Ohren zuhalten. Ja, ich glaube, wir stoppen. Sollen wir hier stoppen? Wir stoppen hier, ich glaube, passt, wir passen. Voll gut, danke fürs Mitmachen, Leute. Voll gut. So, jetzt wird's spannend für manche, gell? Weil der ein oder andere sitzt jetzt hier und denkt, Martin, was war das? War das ein abgekartetes Spiel hier gerade, ja? Tun die nur so, als würden sie was hören? Oder war da wirklich was, ja? Ich löse es mal kurz auf für uns. Folgendes ist eben passiert. Was durch die Lautsprecher kam, war ein Ton im 16 Kilohertz Bereich. Was bedeutet, der ist sehr, sehr hoch und in zunehmendem Alter nimmt... nimmt unsere Fähigkeit, diese Töne wahrzunehmen, mehr und mehr ab, ja? Deswegen sind vor allem die jungen Leute direkt hochgeschossen. Ja. Und andere, da hätten wir noch viel, viel lauter machen können. Da wären schon welche rausgerannt. Und du hättest noch immer nicht gehört. Ja. So, was zeigt uns das? Was zeigt uns das? Schau, ganz oft rede ich mit Leuten und was man dann so hört, ist, dass sie sagen, Martin, ich würde wirklich gerne Gottes Stimme hören. Aber ich höre sie nicht. Und viele Leute schlussfolgern dann, ja, wenn ich nichts höre, ist da wohl nichts. Wenn ich nichts höre, redet er wohl nicht. Aber dieses Beispiel zeigt, ey, nur weil man etwas nicht wahrnimmt, bedeutet es nicht, dass da nichts da ist. Ich habe das mal als Satz geformt. Nur weil man etwas nicht wahrnimmt, bedeutet das nicht, dass es nicht da ist. Und ich möchte dir was sagen, Gottes Reden ist da. Und er spricht zu dir und er will sich mitteilen. Er ist verliebt in dich und er will dir das immer und immer wieder neu sagen.
Ja? Und wenn wir das nicht mitkriegen, es kann einfach sein, dass in unserem Lebensgarten die Party zu hart pumpt und es ist an uns dran, die Lautstärke, die Umgebung einfach mal runterzudrehen, runterzunehmen, Platz zu machen, sodass wir Jesus hören. Aber er redet. Sein Reden ist da. Er spricht zu uns. Und weißt du, das ist auch das Bild von einem Bräutigam. Gott ist kein Schreihals. Wie oft habe ich schon gebetet, Gott, red doch lauter. Red doch lauter zu mir. Ich will doch. Und Gott sagt zu uns, nee, 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 nee. Du machst leiser. Du machst leiser. Ich bin kein Schreihals. Und stell dir das mal vor, welcher Bräutigam schreit seine Braut an? Du bist so schön für mich. Deine Augen sind so wundervoll. Ich bin so verliebt in dich. Das macht der Bräutigam nicht und Gott macht's auch nicht. Er wird dich nicht anbrüllen, wie lieb er dich hat. Das passt nicht zusammen. So ist es deine und meine Aufgabe, Platz zu machen im Leben. Dieser Vers, 1. Thessalonicher 4, Vers 11, den habe ich noch, obwohl ich ihn schon oft gelesen habe, der kam nie zu mir durch. Und inzwischen macht er mich so richtig fertig. 1. Thessalonicher 4, Vers 11 heißt es, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Ich finde es so anstrengend. Bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Ich habe die folgenden Verse oder folgenden Sätze bewusst mal weggelassen, weil ich glaube, darum habe ich oft diesen ersten Teil nicht kapiert. Aber der zweite Teil ist einfach auch wichtig, weil Paulus sagt dann, hey, jeder soll seiner eigenen Arbeit nachgehen. So, das bedeutet, ja, sich um ein ruhiges Leben zu bemühen, bedeutet nicht, ich chill mein Leben. Das bedeutet nicht, ja, ich bin eine Couch-Potato, ich genieße ständig einfach die Couch. Das meint es nicht. So, Paulus redet hier auch von Arbeit. Aber hier am Anfang sagt er, bemüht euch, ein ruhiges Leben zu führen. Die Elberfelder Studienbibel, meine Hausaufgaben gemacht, richtig reingeschaut, sie sagt sogar, bemüht euch, ein stilles Leben zu führen. Und hier kommt eigentlich der Warrior zum Vorschein. Romans Warrior. Bemüht euch bedeutet, da ist ein Kampf. Das kommt nicht von alleine. Bemüht euch heißt, du musst bewusst daran arbeiten, Platz zu halten in deinem Leben. Du musst kämpfen und anderes aus deinem Lebensgarten rauskicken, sodass die wichtigsten Sachen Platz haben. Bemüht euch darum, ein ruhiges Leben zu führen. Ruhelosigkeit ist der größte Gegner in einem Leben mit Gott. Das killt so viel. Das nimmt so viel weg. Corrie ten Boom, sie hat es so gesagt, wenn der Teufel dich nicht zum Sündigen bringen kann, hält er dich beschäftigt. Ja, und da ist nicht nur ein bisschen was dran, da ist brutal viel dran. Und ich bin jemand, ich bin so gern beschäftigt. Ich mag so gern, wenn was läuft. Ich habe immer nächstes Ding, immer nächstes Projekt, immer etwas, was ich gerne machen mag. Ruhe. Und weißt du, mein Problem war vor allem, auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo ich über diese Sachen nachdenke, für mich ist so, ich habe mit Gott geredet darüber und gesagt, aber Gott, wenn ich ein ruhiges Leben habe, das ist ja total langweilig. Da mache ich ja keinen Unterschied. Wenn ich ein stilles Leben führe, ja, wo mache ich denn da noch einen Unterschied für dich in dieser Welt? Und ich habe das nicht zusammengekriegt. Aber Gott hat es mir dann erklärt. Er ist so gut. Ich will es dir auch erklären. Kriege ich mal das Tablett. Danke. So, doch, danke, Uli. Wir in der Welt, mit den Leuten um uns herum, wir sollten ja Diener sein, wie so ein Ober im Restaurant. Okay? Wir sollten was haben, was wir anbieten können. Okay? Wenn mein Leben aber beschäftigt ist, wenn ich keine Zeit habe, wenn ich nicht Platz mache für Jesus, dann bleibt mein Tablett leer. Weil ich habe von mir aus nichts. Du hast von dir aus nichts. Was wir geben können, ist das, was Gott in unser Leben legt. Und wenn ich beschäftigt bin, bleibt es hier leer. Und wenn ich jetzt rumlaufe und sage, guck mal Uli, ich habe hier was für dich, ja, dann wird er sich, da ist nichts drauf. Da ist nichts drauf. Wenn ich Platz mache für Jesus,
Jetzt brauche ich die Sachen. Thank you. Oh, danke, Uli. Und wenn ich Platz mache für Jesus, eigentlich wollte ich ein bisschen Obst und so, ein bisschen bunter. Aber die Woche war so stressig. Aber wenn ich jetzt zu Gott komme mit meinem leeren Tablett und ich lasse mich lieben von ihm, dann kann er mein Tablett füllen, dann kann er mein Tablett voll machen und dann habe ich da was drauf liegen. Jetzt kann ich zu anderen gehen und sagen, hey, schau mal, magst du was nehmen? Hey, Conny, komm, hey, auch hier. Uli, komm, hey, nimm zwei, ja, voll, ja. Und dann habe ich auf einmal was, ja, da habe ich Freude, da habe ich Süßes im Leben, dann kann ich auf einmal verteilen, dann kann ich auf einmal geben, Vorsicht hier, ein paar mehr, ja. Und dann hast du was, was du verteilen kannst an die anderen, ja, wo andere glücklich macht, wo Freude bringt. So. Also gut hier. Ja. Ganz da hinten. Vorsicht. Ja, komm an. Super. Und das ist der Punkt, ja. Wenn ich nur beschäftigt bin, wird mein Tablett leer bleiben. Und ich habe nichts zu geben. Und ich glaube, viele Christen sind ein Stück weit so. Ja, dass wir nicht das drin haben, was Gott sich wünscht, dass wir geben können. So, und dafür braucht es Platz. Wenn du Platz machst, dann kriegst du für dich etwas. Aber weil Gott ein Gott des Überflusses ist, ist da noch so viel drin für andere. Da ist noch so viel drin für andere. Und weißt du, das krasse Bild hierzu ist einfach auch Maria und Martha aus der Bibel. Wenn du Maria und Martha nicht kennst, ja, die Geschichte geht so. Da ist Jesus bei denen zu Besuch und da ist die Maria. Und die Maria sitzt einfach nur bei Jesus und macht Platz für ihn. Und dann ist da aber noch die Schwester und das ist Martha. Und die ist busy mit dem Catering. Die ist voll beschäftigt, ja. Und dann wird sie sauer und sagt Jesus, ey, meine faule Schwester macht nichts, scheuch die mal. Und Jesus sagt, nee, mach ich nicht, weil Maria hat das Gute gewählt. Jetzt das Spannende ist, wenn man in einem Kirchenkontext drüber redet, ja, das Schwere ist, weißt, man kann ganz schnell von der falschen Seite vom Pferd runterfallen. Und dann gibt es Leute, die denken fälschlicherweise, sie wären eine Maria, wenn sie nichts machen. Hörst mich? Aber das ist nicht so. Es ist oftmals so, dass wenn ich jemand im Martha-Modus sehe, dann kann ich denken, sie ist auf einem guten Weg dazu, eine Maria zu werden. Und das ist ein schmaler Grat hier, ja. Aber nur weil man nichts tut, heißt es noch lange nicht, dass du das Gute gewählt hast. Sondern es braucht dich. Es braucht jeden Einzelnen. Weißt du, was manchmal ein bisschen krank ist in der Kirche? Ist, dass 20% der Leute 80% der Arbeit machen. Und dann ist ihr Leben wiederum zu voll. Viel besser ist, wenn viele Leute etwas machen, anstatt wenige Leute alles machen. Und darum meine Einladung auch an dich, such dir was. Such dir einen Platz auch zum mit anpacken. Du kannst heute zu neu hier gehen, einfach uns mal kennenlernen. Ja? Oder du kannst, weißt du, es gibt so viele Sachen, die man einfach mal anfangen kann. Und das Coole dabei ist, du machst dabei ja nicht eine Sache. Es geht darum, nicht so sehr, was du machst, sondern mit wem du etwas machst. Es ist so schön, in einem Team zusammenzukommen, andere kennenzulernen, Teamdynamik aufzubauen, auch zu merken, wo eckt man an und darin zu reifen. Das sind viele gute Sachen. Und weißt, pack doch irgendwo mit an. An der Bar. Cappuccino-Taste drücken. Das kannst du. Das kannst du. Eine Kamera bedienen. Das kannst du. Irgendwo mal anfangen. Sei Teil von dem, das ist auch was Wunderbares, weil da, wo man Teil davon ist, das bedeutet auch, du hast Teil an all dem, was Gott dann tut. Du bist nicht nur der Zuschauer. Kirche ist Family. Ja, und wenn man nur
wenn man nur hier ist, um zu konsumieren, dann bist du Gast. Aber wir sind ja kein Hotel. Eine Family. Wenn meine Kinder daheim nicht anpacken, wären sie nur Gast. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht auch für sie. Ich habe so ein Vorbild in den Staaten, in Alabama. Sein Name ist Andy Stanley. Ich habe viel von ihm gelernt. Mein Pastor hat mich mal mit dorthin genommen und habe viel von seinen Büchern, von seinen Predigten gelernt. Und Andy Stanley, er hat mal Folgendes gesagt. Und ganz, ganz wichtig ist, das hat er gesagt. Nicht ich. Das hat er gesagt, ich würde sowas nie sagen. Andy Stanley, der tritt immer mal wieder vor seine Church, vor seine Kirche und er sagt ihnen Folgendes, so immer wieder alle 12 Monate. Guckt er in die Menge und sagt, hey, wenn du jetzt schon ein Jahr hier bist und du packst noch nirgends mit an, wir brauchen deinen Stuhl. Boah. Frech, oder? Hey, so dreist der Pastor, das würde ich nie sagen. Das würde ich nie machen. Würde ich auch nicht. Aber es drückt trotzdem was aus, ja? Lass uns einfach Family sein und irgendwo etwas machen. Unter der Woche, ich spreche nicht nur vom Sonntag, unter der Woche dein Haus zu öffnen, mit Leuten hinzusetzen, Small Group, und einfach sein, über Dinge reden, Leben teilen, dein Haus öffnen, eine Packung Chips aufmachen, das kannst du. Das kannst du. Mach Platz für Jesus und für andere. Aber was sind die wichtigsten Sachen? Jesus hat gesagt, liebe Gott und liebe Menschen. Liebe Gott und liebe Menschen. Ich möchte uns ein paar Punkte noch durchgeben. Wie kann Ruhe in dein Leben kommen? Welche praktischen Dinge kannst du umsetzen, dass da Ruhe Platz hat? Es sind ein paar ganz, ganz simple Sachen, aber ultra herausfordernd. Da ist eine Liste dabei. Wollt ihr die sehen? Sie ist schon da. Okay, fangen wir an. Zum Beispiel, halte dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Das hilft, ja? Bisher bin ich immer durch die Landschaft gefahren. Mein Gedanke war, 20 km/h plus ist immer bezahlbar. Ja? Ja, nee. Könnt ihr doch nicht klatschen. So, inzwischen, ich bin ein richtig ordentlicher Autofahrer geworden. Und was es macht, ist, es bringt Ruhe in dein Denken. Es nimmt diesen Rausch von Geschwindigkeit und Hetze raus. Stopp am Stoppschild. Handy weg am Steuer. Eigentlich ein No-Brainer. Nimm die lange Schlange an der Kasse. Schau was, oder? Hey, damit trainierst du dein Leben, dein Herz, dein Denken zu sagen, ich habe genug. Weil Gott ist ein Gott des Überflusses. Wie leben wir denn, wenn wir ständig gehetzt sind? Was sagen wir? Ich habe zu wenig. Nimm die lange Schlange an der Kasse und schau mal, was vielleicht sogar passiert. Nimm nicht nur die lange Schlange an der Kasse mit Ohrstöpsel drin, nimm die raus. Mach Platz für andere. Verwandle dein Smartphone in ein dummes Phone. Das ist auch gut, oder? Einfach mal die Benachrichtigungen weg, das ganze Gebimmel. Bring deinen Lebensgarten zur Ruhe. So, ich habe nochmal eine Seite. Nächste. Kein Handy im Schlafzimmer. Das ist auch gut. In den 21 Tagen Fasten, mit denen wir gestartet sind, habe ich das angefangen. Und ich habe gemerkt, wie dumm ich war, dass ich mit Smartphone ins Bett bin und wieder aufgestanden bin mit dem Teil. Und seitdem habe ich es verbannt. Weißt du, echt so, dann gehst du nochmal und checkst deine Nachrichten auf Telegram, auf WhatsApp, auf Insta und schaust dir die Sachen nochmal an. Und ich meine, meistens, wenn Leute schreiben, ich nicht, Martin, ich wünsche dir eine gute Nacht, da kommt meistens ein Problem. Und dann gehe ich mit Problemen ins Bett. Und dann stehe ich am Morgen auf und das Erste, was du machst, das war so eine hässliche Gewohnheit, wie oft ich auf das Ding klicke. Ich konnte es selber schon nicht mehr leiden. Viel besser aufzustehen und dein Kopf bleibt erstmal nicht vollgeballert. Da ist Platz, dass Gott was landen kann. Single Task, nicht Multitask. Sei im Moment, sei bei Leuten, hör zu.
Du, ich gebe dir die Erlaubnis, du darfst mich ansprechen, wenn du mich erwischt. Und ich weiß, du wirst mich erwischen, weil ich bin noch nicht so gut da drin. Ja? Und ich denke immer, Mann, jetzt redet jemand mit mir und du tippst noch was schnell in dein Handy rein. Du darfst mir das sagen. Ich dir auch? Darf ich dir auch sagen? Ja. Lauf langsamer. Nimm dir Zeit für echte Stille. Schreib Tagebuch. Mache ich auch noch nicht. Will ich. Mach Urlaub und nimm keine Arbeit mit. Was für ein Punkt. Ich meine, manche sitzen, hä, warum steht es da? Ist doch logisch. Aber frag mal meine Frau. Wie oft wir schon geredet haben, so, warum nimmst du deinen Computer mit? Warum nimmst du das da mit? Weil, weißt du, mein Denken ist, im Urlaub habe ich doch mal Zeit. Da kann ich ja nicht was machen. Und Tanja gesagt hat, ey, lass doch mal 14 Tage Urlaub machen. 14 Tage. Komm, 10 reichen. Nur lass 7 machen. Lass 7. Echt schlimm mit mir. Mach Urlaub und nimm keine Arbeit mit. Lies Bibel und nicht Nachrichten. Und damit meine ich eben auch diese WhatsApp, Telegram, Nachrichten. Nicht einfach nur Nachrichten. Lies Bibel und lies viel darin. Hammerliste, oder? Ja, kannst du mir nachher Danke sagen. Passt. Ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, so eine Kirche werden, die Platz macht für Gott und die Platz macht für andere und die was hat auf dem Tablett, weil sie Raum gemacht hat, dass Jesus was reinlegen kann. Das ist, was unsere Umgebung braucht. Unsere Umgebung braucht nicht unser Wissen, unsere Umgebung braucht nicht unsere Knowledge, unsere Umgebung braucht das, was Gott in uns legt, nämlich das ist Leben. Und Menschen können ganz gut unterscheiden, hast du Leben oder hast du nur Facts, hast du nur ein paar schlaue Sätze. Und das Gute ist doch, Jesus gibt uns gerne dieses Leben. Er gibt es uns im Überfluss. So, ich springe ein paar Folien weiter zur letzten, Kapitel 6, Vers 1. Hier heißt es, da sind diese jungen Frauen von Jerusalem und die stehen schon für Gläubige, aber die haben nicht vollkommen Platz gemacht für Jesus. Und hier sagen die, wohin ist dein Geliebter gegangen, du schönste aller Frauen? Wo könnte er denn sein? Wir wollen ihn mit dir suchen. Und es ist interessant, weil die haben davor noch gesagt, hey, was hat dein Bräutigam so Besonderes, was andere Männer nicht haben? Aber jetzt hier fangen sie an und sie sagen, hey, ich will das, was du hast, auch. Ich gehe mit dir und ich suche mit dir. Ich will, was du hast. Und Leute sehen und begehren etwas, wenn wir etwas haben auf unserem Tablett. Dann wollen sie das auch. Und das sehen wir hier in diesem Hohelied. Da waren diese anderen Menschen um die Braut herum. Und sie haben diese bedingungslose Hingabe der Braut gesehen. Diese Braut, die sagt, egal ob Nordwind, egal ob Südwind, egal ob auf oder ab, ich bin verliebt, ich bin krank vor Liebe. So sehr begehre ich meinen Jesus. Und diese Leidenschaft hat die Umgebung gesehen und gesagt, das will ich auch. Das will ich auch. Ich suche diesen Jesus mit dir. Und schau, wie genial wäre das, ja, dass wenn wir hingehen als Kirche und da sind Leute in deinem Leben, die bringt Gott in dein Leben. Und dann fängst du an, für die Platz zu machen. Du bringst sie nicht an den Platz, du machst Platz für sie. Das heißt, du bringst sie nicht am Sonntag hierher, das schon auch, aber vor allem machst du Platz für diesen Menschen. Das heißt, du zeigst ihm, wie du die Bibel liest. Du zeigst ihm, wie du betest. Du bringst ihn nicht hierher und dann wird er schon irgendwie von irgendwem irgendwas mitkriegen. Nee, der ist ja aus einem Grund mit dir zusammen. Der mag dich. Das kann sein, mich kann er gar nicht leiden. Das kann sein, Martin, der hört überhaupt nicht gern zu. Aber er mag dich und von dir lernt er. Und lass uns so eine Kirche werden und sein, die Platz macht für Jesus und für andere, damit sie ihn kennenlernen können.